Schalke und Frank König als Förster Sieger, Sieger, der vom Löbauer Stadtrat im Kottmarwald zum Schutz vor Holzdiebstählen eingesetzt worden war, durfte zum privaten Bedarf Löbauer Bier in seinem Forsthaus haben. Heimlich schenkte er davon auch den Eibauern aus, die dazu Zittau gehörig eigentlich nur Zittauer Bier trinken durften. So war das damals. Kutsche 5A, gefahren von Michaela Metzig aus Zittau mit Herrn Staatssekretär Dr. Michael Wilhelm und Herrn Staatssekretär Dr. Henry Hasenzug. Kutsche 5B, gefahren von Herrn Siegfried Grabowski aus Niederkunnersdorf mit Herrn Landrat des Landkreises Görlitz, Herr Bernd Lange mit Gattin, und Herr Landrat des Landkreises Bautzen, Herrn Michael Harich mit Gattin. Kutsche 5C, gefahren von Danielo Grabowski. Erik Hatuma sitzt drin und Frau Adelheid Engel, Bürgermeisterin von Olowitz, und Herr Milan Sudik, ehemaliger Bürgermeister von Eibaus, Partnergemeinde Krasnalipa. Kutsche 5D, gefahren von Herrn Thomas Bergmann mit Frau Birgit Weber vom Landratsamt in Görlitz und Frau Rika Wittig vom Landratsamt in Görlitz, ehemals Stabstelle Flut. In Vertretung unserer Sponsoren, die Stadtentwässerung Dresden, Frau Sandra Klemmt, und ein Vertreter der WAL Lausitz mit Sitz in Senftenberg. Im Bremser haben Platz genommen mit Gäste der Gemeinde Kottmar. Gefahren wird der Bremser von Herrn Heinze. Wir begrüßen Herrn Reinhard 20, Geschäftsführer des Sächsischen Brauerbundes. Ein Beifall für Herrn 20, der sich sehr verdient gemacht hat, dass die befreundeten Brauereien hier bei uns mit unterwegs sind. Wir hören die Schalmeienkapelle Lauterbach 1926 e.V. Ganz besonders begrüßen wir dabei auch den Fanclub der Schalmeienkapelle. Seit vielen Jahren begleiten die Fans ihre Kapelle zu den verschiedensten Auftrittsorten. Zum 300-jährigen Ortsjubiläum vor 300 Jahren am 15. Februar 1714 genehmigte der sächsische König August der Starke auf Antrag der Stadt Zittau die Gründung des Dorfes Neu-Eibau. Es waren zumeist einfache Hausweberfamilien aus Eibau oder anderen Dörfern der Umgebung, die auf den kleinen Parzellen ihre Häuser errichteten und sich im neuen Dorfe ansiedelten. Neu-Eibauer Bürger zum 300-jährigen Ortsjubiläum von aus dem Böhmischen. Genau, bis aus dem Böhmischen kommen sie zu uns. Musikalische Grüße von der Landesborne im Anschluss an den Festumzug sind beide Ensemble im Festzelt zu bewundern und zu erleben. Kindertagesstätte Märchenwald vom Kinderland Sachsen e.V. Waldorf und Sachsens Blumenhäusel Bio am Kottmar. Auf unserer Wiese tut sich was. Unter diesem Motto feierten die Kinder vom Kindergarten Märchenwald ihr diesjähriges Kinderfest. Im Bild 19. Der SC Kottmar e.V. Skisport auf dem Kottmar hat eine sehr, sehr lange Tradition. Jedes Jahr finden wieder ganz, ganz interessante Wettkämpfe auf der Schanzenanlage oben am Kottmar statt. Ist immer wieder ein Ausflug wert.
Schön, dass ihr so aktiv seid, liebe Freunde. Bleibt wie ihr seid, haltet alles genauso in Tradition und großer Leistung wie bisher. Freuen wir uns, dass auch in Kottmar immer was los ist. Bleibt die Alten. Unser schöner Kottmar ist ein wahnsinnig schönes, gutes und leistungsfähiges Skizentrum. War es immer, wird es immer bleiben. Und 24a, unser Bild 24a, das Jugendblasorchester Warnsdorf. Grüße aus Tschechien, aus der Eibauer Partnergemeinde Krasna Lipa. Die Bildfolge anführen. Und einen herzlichen Beifall schon vorweg für Herrn Steffen Dittmar, den Brauereichef, mit seiner Stute Roulette und Uta Ansel als Reiterin sowie Pferdenachwuchs, das jüngste Fohlen aus dem Brauereistall, erhält die Namensgebung oder hielt die Namensgebung am 28. Juni. Circa 14.30 Uhr am Festplatz Eibau, das war eine Riesenbegebenheit. Schön, dass ihr wieder da seid. Ah ja, am Fest, gut, okay. Zu sehen sind als nächstes im Bild 44 das Prunkgespann der Bergweltbrauerei Löber mit dem Prachtgeschirren. Vier herrliche Bergeron-Rappen namens Rocky, Falco, Rudi und Tino vor dem größten geschlossenen Bierwagen Deutschlands, dem Porto Titan. Gefahren von Stallmeister Herrn Winfried Matutat und als Beifahrer Klaus Ulrich Neumann. Der Porto Titan wird als Werbewagen genutzt im Wahlkampf in Belgien und den Niederlanden 2009 auf einer 1300 Kilometer langen Werbetour. Einen herzlichen Beifall für den Bordkapitän. Der kleine historische Bierwagen, gefahren von Herrn Klaus Lippmann und Herrn Emil Rutzmann. Gezogen wird dieser einmalig schöne Bierwagen von den Friesen, Wallach, Rocco und Aaron. Gebaut wurde dieser Wagen 1930 in Deutschland. Die Bergwerkbrauerei Löber GmbH ist dieses Jahr mit 6 Wagen und 20 Pferden dabei. Sie stellt somit das größte Bild im Bund.